Ja, und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Auch nicht am Freitag, aber egal. Ich habe heute mal drüber nachgedacht, was so Dinge sind, von denen ich fest überzeugt bin. Ich habe euch ja letztes Mal am Mittwoch ein sehr unorganisiertes Video gedreht mit dem Thema 5G. Ja, das war. Ich war müde, ich war jung, ich war naiv. Das ist schon länger her. Genau 10 Minuten bei mir. Ich dachte, das ist doch eine Angabe, oder? Ich war jung, ich war naiv. 10 Minuten zuvor. Na gut. Aber ich habe dadurch mal drüber nachgedacht, so, wovon man so überzeugt ist. So Dinge, die man nicht beweisen kann, von die man auch felsenfest glaubt und wo jeder, der so hört, sich wahrscheinlich so denkt, boah, der andere hat ja wohl einen Knall. Aber man selber es eben wirklich fest dran glaubt. Also, und dann dachte ich erzähle euch so ein paar Sachen, die ich nicht beweisen kann, an die ich aber glaube. So ein bisschen Verschwörungstheorien mäßig oder so. Holt eure Aluhüte raus, mein Video geht los. Ja, also eine der Sachen, an die ich ganz fest glaube, seitdem ich ein kleines Kind bin, und das ist total komisch, weil meine Mutter kennt mich wirklich so gut wie kein anderer. Und teilweise ist es so, dass sie Sachen, die ich denke, einfach dann anspricht. Und dann habe ich als kleines Kind immer gedacht, meine Mutter klaut mir nachts meine Gedanken. Und nur deswegen habe ich dann angefangen, nachts mir immer die Decke bis über die Ohren zu ziehen, weil ich fest dran geglaubt habe, wenn ich meine Ohren zu habe, kann sie mir meine Gedanken nicht stehlen. Und das hat sich so in meinem Kopf manifestiert, dass ich bis heute nicht schlafen kann, wenn mein Kopf nicht zugedeckt ist. Ist schon ein bisschen weird, ne? Mhm. Naja. Ja, eine andere Geschichte, an die ich ganz fest glaube, die ich aber nicht beweisen kann, ist, ich glaube bis heute, und das ist wirklich, wirklich, ich weiß nicht, dass in Wirklichkeit die Sims-Spiele eigentlich nur von den Vorgänger-Sims-Spielen die Hälfte genommen wurde und dann die Dinge, die da rausgeflogen sind, jetzt als die Sims 4-Spiele rauskommen. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube bis heute, dass das, was in die Sims 3 nicht in die Pakete reingepackt wurde, jetzt uns verkauft wird als neue Spiele. Glaube ich echt jetzt. Bin ich fest davon überzeugt. Wovon mich noch so... Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man irgendwie irgendwo sein Handy verliert und jemand anderes es findet, der andere es zurückgibt. Ich glaube da fest noch dran. Ich glaube da wirklich noch dran, dass Handys nicht gestohlen werden. Ich weiß nicht wieso und ich glaube, das ist nicht der sinnvollste Gedanke, aber ich glaube dran. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Mom mir beigebracht hat, dass man alles zurückgibt. Selbst die 20 Euro vom Müller. Es waren 20. Das ist eine Geschichte, das ist ein Streit zwischen mir und meiner Mutter, der herrscht. Es war so, ich war, glaube ich, war ein Stepfke, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Und ich bin damals bei Müller gewesen, habe mir was gekauft. Und dann bin ich die Treppe runtergelaufen und dann habe ich da einen Geldschein gefunden. Wir streiten uns selbst über die Höhe des Geldscheins bis heute. Es ist kein Fünfer gewesen, es war mindestens ein 20er. Entschuldigt, das ist so ein Thema bei uns. Und dann habe ich das meiner Mutter gesagt und gesagt, guck mal Mami, ich habe Geld gefunden. Und habe meine Mutter gesagt, oh ja, dann geben wir das an der Kasse zurück, damit der Eigentümer es sich wieder abholen kann. Ich glaube bis heute, dass die Kasse es behalten hat. Das ist auch so eine Sache, von der ich überzeugt bin. Aber meine Mutter ist noch immer voll stolz auf diese erzieherische Maßnahme. Für einen Arsch. Entschuldigt die Ausdrucksweise. Ja, wovon? Ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man ein Handy oder ein Telefon neben irgendein anderes elektronisches Gerät legt, dass das dann total das Gerät entlädt. Weil ich habe so das Gefühl, wenn mein iPod nur ein paar Minuten neben dem Telefon liegt, hat er keinen Akku mehr. Ich überlege gerade, ob das ein, also, oder, aber etwas, die Theorie kann ich ein bisschen beweisen, weil, als ich auch ein Stepfke war, ihr wisst schon ganz klein, hatte ich immer Pokémon-Spiele für den Nintendo.
Und ich habe einmal ein Pokémon-Spiel vom Nintendo neben dem Telefon liegen gelassen. Und seitdem taucht bei keinem anderen Spiel, selbst bei den älteren Spielen, immer diese Fehlermeldung auf, dass der Akku in dem Spiele-Disk-Ding kaputt, also dass der entladen wäre. Und seitdem bin ich da total neurotisch und nerv auch schon meine Mutter immer und sage: Mama, hier etwas, wo jeder andere sagt, dass es nicht so ist, aber wir eben doch fest dran glauben, meine Mom auch, ist, dass wenn man WLAN hat, dass man immer bloß ein Gerät, dass es nur aktiv ist, wenn man ein Gerät hat, das im WLAN drin ist. Und sonst ist WLAN dauer inaktiv. Aber da hat uns auch schon mal der ein oder andere gesagt, nee, nee, so funktioniert das nicht. Aber wir glauben trotzdem weiter dran. Ich glaube auch, dass Strahlung total ungesund ist und dass die einen schlechten Einfluss auf unseren Körper hat. Und dass die uns auch teilweise dafür verantwortlich ist, dass es heutzutage mehr Allergien gibt, habe ich auch schon mal gesagt in meinem vorigen Video. Und eben auch für mehr Krebs oder auch die Unfruchtbarkeitsprobleme, die es teilweise gibt und solche Sachen. Ich glaube, dass das alles ein bisschen anders aussehen würde, wenn wir weniger Handys oder so in unserem Land oder im Umfeld hätten und die Strahlung nicht so stark wäre. Ich glaube auch bis heute daran, und das kann ich, dass es sowohl den Yeti als auch den Bigfoot gibt. Ich glaube daran. Und Nessie. Das Loch Ness-Monster gibt es auf jeden Fall. Als Zeitschottin glaube ich an Nessie. Ich habe sie nie gesehen, ich weiß auch nicht, wo sie ist, aber ich würde gerne mal nach Loch Ness reisen. Und ich wette, wenn ich dann dort stehen würde, würde Nessie dann mal rausgucken. So. Ich glaube, dass es für alles irgendwie einen Automaten gibt. So Pizza-Automaten gibt es ja. Es gibt Automaten, aus denen man sich Unterwäsche und Hemden ziehen kann. Es gibt Automaten, wo es Käse rausgibt. Ich glaube auch, dass es bestimmt Automaten für Batterien und so Zeug gibt. Käse. Oh, ich habe Hunger. Ich will nichts essen, weil es irgendwie schon zu spät ist. Und jetzt sitze ich hier und stelle mir einen Käse vor. Ja, was glaube ich noch? Ich glaube, dass man am Ende des Tages, wenn man eine gute Sache erlebt hat, dass man einen guten Tag hat. Dann glaube ich auch ganz fest, weil ich einfach für mich persönlich das sagen muss, dass es seitdem bin ich viel besser gelaunt. Früher war es immer so. Es hat am Tag geregnet, ich habe einen Regentropfen abbekommen und dazwischen sind tausend schöne Sachen passiert, aber dann war der Tag gelaufen, weil es nicht der Regen getroffen hat. Ich war der totale Pessimist und dann habe ich einfach umgedreht und habe gesagt, solange nur eine gute Sache an einem Tag passiert, solange ist ein guter Tag. Und seitdem geht es mir viel besser so, für mich. Also ich kann es nicht anders sagen, ich bin irgendwie besser drauf. Früher war ich eine Nöltante, heutzutage bin ich nur noch eine nölige Zicke. Etwas, was ich auch nicht beweisen kann, wo ich aber bis heute überzeugt bin, ist, dass viele der Fleischersatzprodukte, die oder so, wo vegan draufsteht, solche Sachen, wo so vegane Wurst oder vegane Eis oder so, dass es in Wirklichkeit gar nicht vegan ist, sondern dass da einfach schlicht und ergreifend wahrscheinlich ein bisschen mehr Wasser drauf geschüttet wurde und dann wurde es als vegan ausgegeben. Ich kann es nicht beweisen, aber das ist so eine Verschwörungstheorie, die ich auch habe. Ich hab das vor kurzem bei jemandem anders in einem Video gesehen, der hat das auch gesagt, da hat mir gedacht, ja, da glaube ich auch dran. Ja. Ich glaube bis. Oh, ich esse nachher das Eis im Kühlfach. Ah, das muss noch weg. Ja klar, weiß ich, ich will kein richtiges Essen essen, weil ich Angst habe, dass es mir den Magen verdirbt, aber dann so das fettige Eis. Ja. Ich glaube fest daran, dass wenn man zu viel fettiges Eis isst, dass einem dann schlecht wird. Und vor allem, dass man davon echt friert. Ja. Ist ja auch so. Ist ja kalt. Nee, da brauche ich nicht mal sagen, ist eine Theorie, ist einfach wahr. Vom Eis wird es einem kalt, tendenziell. Ich glaube bis heute daran, dass Tiere ein viel größeres Verständnis haben von der Welt als wir Menschen. Und ich glaube, der Sinn des Lebens, da muss man nur ein Tier befragen, was es ist, weil ich glaube, die wissen es noch.
Schließlich sind sie ursprünglicher, so in meinem, ich bin überzeugt, Tiere sind ursprünglicher als wir Menschen, weil sie einfach noch viel mehr in der Natur sind und viel verbundener mit der Welt. Ach, jetzt muss ich an Leo denken, wie er so rumhüpft, so, jups, jups, jups. Jetzt nachher bin ich, ja gut, das war's, das Video ist vorbei, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt meinen Hasen verkuscheln, ich habe jetzt gerade total die Sehnsucht entwickelt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was so Dinge sind, an die ihr glaubt, wo kein anderer dran glauben würde oder wo ihr so das Gefühl habt, das ist total die verrückte Theorie, ihr aber eben einfach fest davon überzeugt seid. Ich glaube auch, dass es den Osterhasen gibt, um ehrlich zu sein. Ja, ich bin überzeugt davon. Auch wenn man sagt, ich glaube nicht, dass es den Weihnachtsmann gibt, aber den Osterhasen, den gibt's. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, das war die falsche Antwort, gut, oder eben eine Nachricht auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.riechmeinoutlook.com. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ich glaube fest daran, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Das war doch ein Abgang, oder?